Hosea niemanden, daneben erst recht nicht. Funktioniert das Mikro? Ja. Wunderbar. Ah, jetzt, ja. Ja, guten Abend. Auch wenn ich niemanden sehe, ich weiß, der Raum ist so gut wie voll. Ich zitiere mal den Jürgen Becker, dann wollen wir uns mal einen schönen Abend machen. Ich hoffe, dass es das auch wird. Bei der Vernissage zog sich wie ein roter Faden die Frage, was ist Kunst, durch die Eröffnungsreden. Und mit dieser Frage beschäftigt sich auch die jetzt kommende Pantomime, die ich Ihnen ankündigen darf. Dicke Bücher sind geschrieben worden zu der Frage, was ist Kunst? Und ob die Frage wirklich befriedigend beantwortet ist bis heute, ist nicht ganz sicher. Eine Performance zu Themen der Kunst oder genauer zur Toleranz in der Kunst oder noch genauer zur Toleranz gegenüber der Kunst oder ich werde noch etwas genauer, Toleranz in der Frage, ob etwas Kunst ist und was ich Kunst nennen darf. Was also ist Kunst? Das ist, wenn ich es euch sage, die ewig große Frage. Wir sehen jetzt drei Damen, die bringen große Dramen auf diese kleine Bühne. Ach, was sind das Kühne! Thank you.
Nicht an mir. Technische Probleme. Geht's? Ja. Ja, was ist Kunst? Wissen wir es jetzt? Wenn ich wüsste, was Kunst ist, ich würde es für mich behalten. So Picasso, einer der renommiertesten. Ganz ähnlich, aber äußerst schroff, man könnte es auch sogar als arrogant bezeichnen, äußert sich einer der provokantesten Gegenwartskünstler, Santiago Sierra. Der hat gesagt, die meisten Leute verstehen nichts von Kunst. Jetzt kommt ein ganz schöner Satz. Wichtig ist, ihnen nichts zu erklären. Ich sage mal, diesen Weg muss man nicht mitgehen. Wir können ruhig freundlicher miteinander umgehen. Was also ist Kunst? Und möge ein jeder sich selbst fragen, was ihn anspricht, was ihm gefällt. Möge ein jeder für sich entscheiden. Aber, und das ist die andere Seite dieser Medaille, anderen aber auch zugestehen, die Dinge anders zu sehen. Das Zauberwort sei gar und ganz in Fragen der Kunst die Toleranz. Und darf ich Ihnen noch kurz die drei Damen vorstellen, die hier heute Abend auf der Bühne waren? Sind auch diejenigen, die die Organisation der Ausstellung haben. Ich fange mal hier drüben an, Petra Hansen. In der Mitte Donata Reinhardt. Und last not least, Ela Rübenach. Bitte, liebe Gerhard Lenz. So, jetzt muss ich Sie um ein ganz klein bisschen um Geduld bitten, denn die Bühne muss ein bisschen hergerichtet werden für das, was danach kommt. Sie wissen das alle schon und ich glaube, ich brauche denjenigen, der nachher gleich auf der Bühne sitzt, nicht groß vorstellen. Ralf Kramp ist sicher allen einen Namen, hat für uns alle einen Namen als Meister des Humors, des schwarzen Humors in der Krimi-Literatur. Vielen Dank.